Lasst uns das teure Bibelbuch aufschlagen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, noch einmal die Verse, die wir schon hörten in dieser Woche, aber jetzt unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8. Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8. Wir wollen auch gleich nochmal den großen Heilsplan einlegen, damit wir wissen, um was es heute Abend hier geht. Ich lese Apostelgeschichte 1 ab Vers 6. Die aber, die zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Königreich für Israel? Das ist also die große Frage der Jünger. Er aber sprach zu ihnen, ich betone jetzt mal, euch gebührt es nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, euch, welche der Vater in seiner Macht vorbehalten hat, sondern, jetzt kommt das ganz Neue, und damit setzt das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi ein auf diese Erde. Natürlich ist die Gemeinde ein himmlischer Heilskörper, aber es beginnt ja auf diese Erde die Sammlung der Gemeinde, sondern, in diesem Sondern dreht sich jetzt die Heilsgeschichte von Israel weg, zu den Heidenvölkern, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Nun, ihr Lieben, die wir nun die ganze Woche hier dabei sind, die anderen kennen natürlich auch die Bibel, die vielleicht heute Abend das erste Mal hier sind. Das ist ja so der allgemein bekannte Heilsplan Gottes. Ich sagte Ihnen, er ist in 6 Sprachen übersetzt und die Auflage geht langsam auf die Millionen zu. Und überall, wohin wir kommen, erleben wir große Freude. Deswegen habe ich auch in der letzten Zeitschrift geschrieben, es war eine große Freude in dieser Stadt. So erlebt man es immer wieder, wenn man in die verschiedenen Länder kommt. Dort muss man zwar mit Übersetzung sprechen, aber der Heilsplan ist ja nur ein Heilsplan. Es ist dann eine etwas andere Sprache. Nun, wir etwas tiefer, wenn es geht. Sie können auch so sehen. Ja, danke. Der Heilsplan ist eben der Heilsplan. Und das Geheimnis des Heilsplanes ist ja, dass Gott 3 Menschheitsgruppen sieht und mit 3 Menschheitsgruppen handelt. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Natürlich ist die Hauptlinie hier, die blaue Linie, die Linie der Völker. Aus den Völkern heraus ruft der Herr seine Gemeinde, die Ekklesia, die herausgerufene, von dem griechischen Wort ekkaleo, herausrufen. Und dann haben wir hier die Heilsgeschichte Israels. Und gerade diese rote Linie, die wir hier rot eingezeichnet haben, wo das Kreuz von Golgatha mittendrin steht, weil das Kreuz von Golgatha in Israel aufgerichtet wurde und unser Heiland blutsmäßig aus diesem Volke kam, durch Maria, die Königstochter aus dem Hause David, das ist uns bekannt. Diese rote Halslinie ist eben nun der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Und wir haben uns ja die ersten 4 Abende um diese 100 Jahre hier versammelt und hörten, was geschieht seit 1897. Was geschah vom 29. bis 31. August 1897? Das sind ja ziemlich genau 100 Jahre zurück. Nun aber gibt es noch eine grüne Heilslinie. Grün ist die Hoffnung. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das hat alles so einen Grund, dass ich das so gezeichnet habe. Und dann sehen Sie, die grüne Heilslinie ist die Gemeinde, der Leib Jesu Christi aus Juden und Heiden. Und jetzt haben Sie wieder das Wort Zeit. Es ging ja um das Hauptthema, wie spät ist es an der Weltenuhr. Gott hat seine Zeit, seine bestimmte Zeit, seine Heilszeit. Als aber die Zeit erfüllt ward, als der Kairos erfüllt ward, Galater 4, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn und er wurde Mensch. Und so hat auch die Gemeinde Jesu Christi auf dieser Erde eine Zeit. Es ist die Zeit der Heiden, so haben wir es hier unten stehen, die Zeit der Nationen, die Goyim, die Ungläubigen, die nicht blutsmäßig zum Volke Israel gehören, die von Adam abstammen, ihre eigenen Wege gegangen sind und die eben verloren sind. Auch das deutsche Volk ist verloren.
verloren, aber unter den Völkern wird seit fast 2000 Jahren das getan, was Apostelgeschichte Kapitel 1 steht. Nicht das Reich Israel wird aufgerichtet, als der Heiland 10 Tage nach seiner Himmelfahrt zu Pfingsten den Heiligen Geist ausgießt, sondern, wir sehen ja hier, ungefähr 30, 33 nach Christus, die Kreuzigung unseres Herrn. Jetzt wird nicht hier Pfingsten, wo die grüne Halslinie als andeutender Heilige Geist vom Himmel kommt, da wird nicht das Reich für Israel aufgerichtet, sondern ein ganz anderes Reich wird aufgerichtet. Der Heiland sagt seinen jüdischen Zeitgenossen, das Reich wird von euch genommen werden. Das Reich Gottes wird einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringen wird. Das ist das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Die Geschichte Israel geht noch mehr nach unten. Der Zeiger in der Welt nur Gottes verschwindet für 1800 Jahre in der Völkerwelt. Genau 1878 Jahre, bis er langsam anfängt zu rücken und 1948 plötzlich wieder der Stadt Israel entsteht. Ist auch nächstes Jahr das 50-jährige Jubiläum über den Staat Israel. So, in dieser Zeit, wo Israel auf dem Abstellgleis der Heilsgeschichte steht, es ist Gottes Volk, es bleibt Gottes Volk. Wir haben ja besonders vorgestern gehört, dass der Herr sein Volk nicht verworfen hat. So wie der Hosea eine sehr unreine, liederliche Frau heiraten muss, so ist Gott immer noch mit seinem Volk verbunden. Es ist eine proforma Ehe bei Hosea, Hosea Kapitel 3. So ist auch die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk von der Berufung her äußerlich in Ordnung. Aber innerlich hat das Volk keine Gemeinschaft mit Gott. Nun, ich bin oft genug in Israel gewesen, ich habe jetzt aufgehört zu zählen. Und dieses Jahr waren wir auch schon wieder zweimal dort und wir werden noch zweimal hinfahren, so Gott will, und wir leben. Wir wissen, wie verloren dieses Volk ist, wie weit sie von Gott ab sind. Das sieht man ja besonders an den verschiedenen Regierungsformen, wie sie das biblische Land an die schlimmsten Feinde verschleudert haben, die nichts anderes wollen, als dieses Volk zu vernichten. Da haben wir auch gestern Abend gehört, Jerusalem, die Giftschale, Taumelbecher, Taumelschale, Laststein für alle Völker. Na, da kommt noch etwas auf Israel zu. Das Volk ist noch nicht erlöst. Warum nicht? Nun, sie haben nicht den Heiligen Geist. Wo ist denn der Heilige Geist? Der kam zu Pfingsten vom Himmel, aber nur in die Herzen der ersten 120 Gläubigen, welche die Gemeinde Jesu bildeten, die Urgemeinde, das war der Anfang am ersten Pfingsttag in Jerusalem, und dann in die Herzen weiterer 3000. Und dann stieg die Zahl auf 5000. Und viele Priester wurden dem Glauben untertan. Und die Jünger zogen durch das damalige Judäa, sogar durch Samaria, bis hinauf nach Galiläa und predigten in hebräischer Sprache ihren Zeitgenossen von Jeschua, dem Messias, von Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Aber nur wenige wurden gläubig. Nur der Überrest wird gläubig. Nur der Überrest bleibt übrig. Steht immer wieder in den Propheten des Alten Bundes, und Paulus wiederholt das dann im Römerbrief, besonders in Kapitel 11. Nur der Überrest. So gehören also auch die Juden, die Buße tun und die glauben, die gehören auch mit zur Gemeinde Jesu. Sie haben dann keine rote Heilslinie mehr. Es ist alles grüne Heilslinie. Die Heiden, die gläubig werden, beginnen bei den Samaritern, das waren ja eigentlich volle Heiden, und nach Assyrien. Sie hatten nur etwas den Glauben an den Gott Israels angenommen. Es gibt ja heute vielleicht noch 400 oder 500 Samariter in Israel. Maximum. Sie wohnen immer noch zwischen Ebal und Garzim, oben am Jakobsbrunnen, bei der alten Stadt Sichem. Aber eine ganz geringe Zahl. Das sind richtige Heiden gewesen. Nun hatten sie den Glauben an den Gott Israels angenommen. Und das waren sie so ein Mischvolk, die so dazwischen waren, aber standen immer auf der Seite der Feinde Israels, besonders auf der Seite der Römer, als unser Heiland auf Erden war. Deswegen ist auch die Samariterin so erstaunt. Du bist ein Jude? Du verlangst von mir, dass ich dir zu trinken gebe? Die Frau ist ja ganz erschüttert. Was ist denn jetzt geschehen? Nun, wir kennen Johannes 4. Wir brauchen nicht weiter über die Frau am Jakobsbrunnen zu reden. Wir wissen, dass dort der Armenpfleger Philippus gepredigt hat. Und viele, viele wurden gläubig, Apostelgeschichte 8.
Und später bekam sie den Heiligen Geist, als die beiden Apostel Petrus und Johannes kamen und legten in den Junggläubigen die Hände auf, die zwar getauft waren, aber noch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten. Und das darf man doch nicht einfach hier auf unsere Zeit heute übernehmen. Wir müssen uns gegenseitig die Hände auflegen. Warum eigentlich? Wo steht das in der Bibel, dass wir nur durch die Handauflegung den Heiligen Geist empfangen? Sicher, das steht in der Apostelgeschichte, damals bei den Samaritern. Und der Apostel Paulus tut es auch bei den 12 Ephesus-Jüngern. 19. Aber die Apostelgeschichte ist doch kein Lehrbuch wie die 21 Briefe, sondern das ist das Übergangsbuch. Der Übergang Israel verschwindet, geht nach unten und die Gemeinde Jesu kommt auf diese Erde. Sagen wir mal, das ist so bis 100 nach Christus. Das sind so 50, 60, 70 Jahre, eine Übergangszeit. Und da der Herr Jesus Christus dem Petrus das himmelreiche Schlüssel gegeben hat, oben an den Jordanquellen in Caesarea Philippi, genannt Caesarea Philippi, tja, ihr Lieben, dann ist eben Petrus der Mann, der doch niemanden den Himmel aufschließt. Nein, sondern Petrus hat eine Schlüsselfunktion. Die Zeit des Gesetzes ist zu Ende, die endet am Kreuz auf Golgatha. Christus ist das Gesetzesendziel, wer an den glaubt, der ist gerecht. Römer 10, Vers 4, und nun kommt eine neue Heilzeit. Aber das weiß doch niemand. Nun ist Petrus der Schlüsselmann. In Kapitel 2 der Apostelgeschichte tritt er auf und sagt den Juden, dass sie glauben sollen an den Gekreuzigten, den ihr getötet habt. Glaubt an ihn. 53 Tage vorher ist er vor der Stadtmauer Jerusalem wie ein Verbrecher hingerichtet worden. Und daran sollen sie glauben. Ja, genau daran sollen sie glauben. Sie sollen Buße tun. Und zum Zeichen, dass sie an ihn glauben und Buße tun. Das steht ein einziges Mal im Neuen Testament. Sonst kommt ja die Taufe im Neuen Testament 72 Mal vor, nicht? Wir haben 17 Mal das Wort Taufe als Substantiv, als Hauptwort. Und wir haben es 55 Mal als Tätigkeitswort. Aber ein einziges Mal steht geschrieben, dass sie Buße tun sollen, dass sie sich zuerst taufen lassen sollen und dass sie dann die Vergebung der Sünden empfangen und die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist nur am Anfang. Warum? Die sollen sich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi, auf den Namen des Wanderpredigers, der da an der Stadtmauer Jerusalems, auf dem Hügel Golgatha, wie ein Verbrecher hingerichtet wurden. Unsere Obersten haben ihn töten lassen. Wir dachten, er sollte Israel erlösen. Ihr Lieben, da gehört ein ungeheurer Glaube dazu. Der Jesus war nicht so als der Sohn Gottes bekannt und so durch den Heiligen Geist und das Neue Testament verklärt, wie wir es heute haben. Niemals. Er war damals gut 3 Jahre auf dieser Erde, vielleicht 3,5 Jahre. Er war der Zimmermann aus Nazareth. Sicher, sagt Paulus, solches ist nicht im Winkel geschehen. Aber das ist ja eine ungeheure Zumutung. An diesen Jesus sollen wir glauben. Ja, wer? Wir frommen Juden. Wir frommen Juden? Naja, wenn jetzt Petrus gepredigt hat, hätte, wir sollen uns auf Mose taufen lassen oder auf Elia taufen lassen. Wir haben das in Israel immer wieder gehört, dass Leute zu Mose und zu Elia beten. Die haben auch so eine Art Mittlerfunktion bei gewissen Richtungen, so ähnlich wie die Maria in den Kirchen. Tja, ihr Lieben, wenn das verlangt worden wäre, so, jetzt lasst euch taufen auf Mose, auf Elia oder von mir aus auf den Propheten Zacharia oder auf Malachi, den letzten Propheten im Alten Bund. Nein, 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 nein. Auf den, der offiziell von der römischen Besatzungsmacht hingerichtet wurde, der offiziell vom Hohen Rat, vom Hohen Priester zum Tode verurteilt wurde, auf dessen Namen sollen wir uns taufen lassen. Ja, und wenn ihr das tut, dann ist eure Buße echt. Und zum Zeichen der Echtheit eurer Buße bekommt ihr die Gabe des Heiligen Geistes. Steht ein einziges Mal in der Bibel, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Aber zuvor ist ja Petrus aufgestanden. Petrus mit den Elfen. Petrus ist der Mann mit der Schlüsselgewalt. Der muss jetzt eine neue Heilszeit eröffnen. Nicht mehr Zeit des Gesetzes, das ist vorbei. Von Mose bis Christus. Jetzt kommt die Zeit der Gemeinde, hier steht's doch.
Seit fast 2000 Jahren ist das pleite gemacht. Das weiß doch niemand in Israel. Am allerwenigsten wissen das die Pharisäer und Schriftgelehrten. Am allerwenigsten. Und die Jünger haben es auch nicht gleich verstanden, als der Heiland davon gesprochen hat. Jetzt kommt eine ganz neue Zeit. Es ist die Zeit der Gemeinde. Und dann, in Kapitel 8 der Apostelgeschichte, haben wir ein ähnliches. Es ist der Armenpfleger, der Diakon, wie man sagt, der Philippus, der predigt in der Stadt, in den Städten Samarias. Und es wurde eine große Freude in derselben Stadt. Kapitel 8, Vers 8, lesen wir in der Apostelgeschichte. Ja, sie lassen sich taufen und niemand bekommt den Heiligen Geist. Warum nicht? Naja, die Schlüsselperson war nicht da. Hier muss Petrus eingreifen. Petrus kommt mit Johannes, er legt den gläubig gewordenen und getauften Samaritern die Hände auf und nun erst werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und durch die Gabe des Heiligen Geistes werden sie in das Geheimnis, was ja auch völlig unbekannt war, der Gemeinde Jesu Christi hineingetauft. Nun, das haben wir auch hier schon an verschiedenen Zeichnungen gesehen. Ich habe die ganze Mappe voll hier vorne liegen. Ich möchte nicht immer das Gleiche zeigen. Wir wissen ja, dass 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13 geschrieben steht. Durch den Heiligen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie. Tja, Apostelgeschichte 8 muss der Petrus wiederkommen, der Mann mit der Schlüsselgewalt. Und Apostelgeschichte 10, da kommt doch ein Engel vom Himmel. Nein, kein Engel vom Himmel. Niemals. Die Engel sind erhoben, zu dienen und zu loben, aber Söhne sind sie nicht. Sie haben keine Funktion der Evangeliumsverkündigung. Das ist der größte Betrug, wenn irgendwo Engel erscheinen und bringen irgendeine Botschaft und wir sollen uns bekehren. Das ist der größte Betrug. Nein, der Petrus wird durch besondere Umstände, sie sind uns ja bekannt, ich wiederhole hier nichts, wird er nach Caesarea gewiesen und während er Christus, den Gekreuzigten, predigt, Kapitel 10, Vers 43, und sagt, dass alle Propheten von ihm zeugen, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Ja, die glauben. Während Petrus das predigt, glauben die. Da fällt zum Zeichen, dass sie glauben, der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhören. Warum? Nun, wir haben es in Kapitel 11, Vers 17, in Kapitel 15, Vers 7 und 8. Gott, der Herzenskünder, wusste, dass sie glauben. Und jetzt? Von der römischen Besatzungsmacht? Die sind gläubig geworden? Das sind unsere Brüder und Schwestern. Ist sowas möglich? Dieser Jesus von Nazareth, hat er nicht die Römer aus dem Lande gejagt? Nein. Der ruft sogar Römer in seine bluterkaufte Gemeinde. Des Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu verderben, auch nicht die Seelen der Römer. Und gerade die ersten 100 Jahre ist eine blutige Märtyrgeschichte, dass viele Gläubige in Rom ihr Leben auf den Altar gelegt haben für diesen, ihren Heiland Jesus Christus, an den sie glauben. Und so kommen die ersten Römer in Caesarea zum Glauben. Petrus, der Mann mit der Schlüsselgewalt, tritt auf. Er eröffnet den Heiden die Heilszeit. Kapitel 2 den Juden, Kapitel 8 den Samaritern, Kapitel 10 den Heiden. Nun ist eigentlich diese neue Heilszeit eröffnet. Kapitel 12 wird der Petrus aus der Gefangenschaft befreit. Und Kapitel 13 sieht Paulus in die Völkerwelt. Eine ganze neue Heilszeit ist durch die Apostel eröffnet. Die Apostel, die der Herr berufen hat. Die mit ihm auf dem Berge der Verklärung waren. Die mit ihm im Hause des Jairus waren, wo das Töchterlein des Jairus auferweckt wurde. Die mit ihm im Garten Gethsemane waren. Es sind immer nur diese drei. Petrus, Johannes, Jakobus. Und dieser Petrus hat eine ganz besondere Aufgabe. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, der Jesus Christus, der Eckstein ist. Nun beginnt was ganz Neues. Es hätte immer begonnen, wenn sich ganz Israel bekehrt hätte. Nun, da wäre ganz Israel, hätte mit zur Gemeinde gehört. Meint ihr, dass Gott die Juden in die Hölle schickt, damit Leute aus den Heiden gläubig werden? Ach, niemals, niemals. Gott wusste zwar, dass die Israeliten nicht glauben werden. Das ist ja sein Schmerz. Das hörten wir gerade aus dem Propheten Hosea, der weinende Prophet, der darum so getrauert hat, dass sich das Volk nicht zu seinem Gott gewandt und gegen seinen Gott verstockt hat.
Das ist ja immer schlimmer geworden. Und seit 600 vor Christus, babylonische Gefangenschaft, war Israel 600 Jahre unter den großen Weltmächten, aber nur ein Überrest. Die paar Hirten auf dem Felde, Maria und Josef, die 84-jährige Hanna, vielleicht noch der greise Simeon. Es war ja kaum einer da, die paar Fischer vom See Genezareth, diese anrüchigen Frauen, wo der Heiland von einer sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Da waren ja nur so ein paar, die an ihn glaubten. Und die Masse des Volkes tat nicht Buße. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber die Heilsgeschichte ging weiter. Die war hier nicht zu Ende, 30 nach Christus oder 33, wo unser Heiland gekreuzigt wurde und auferstanden. Nein. Wenn die Juden nicht glauben wollen, dann geht das Evangelium eben zu den Heiden. Es war sowieso für die Heiden konzipiert. Da steht nicht nur Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Von wegen. Da lesen wir nochmal das Alte Testament. Das fängt sofort in 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1, 2, 3 an. Ein Segen für alle Geschlechter auf Erden. Und Christus ist der Segen. Epheser 1, Vers 3. Gott hat uns gesegnet in Christus mit allen himmlischen Segnungen, die es überhaupt gibt, die überhaupt denkbar sind. Das war ja immer schon gewollt. Nur Israel geht ihn daran vorbei. Und jetzt kommt der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Nicht mehr Gesetz, nicht mehr das äußere Wesen des Tempels, sondern das Innerste der Erlösung. Wir werden nicht nur Kinder Gottes, wir werden nicht nur Knechte Gottes, wir werden als Glieder in den Leib Jesu Christi eingefügt. Gemeinde Jesu ist auf dieser Erde von Pfingsten an, bis der Herr seine Gemeinde entrücken wird. Das sind dann unsere beiden letzten Abendstunden, wenn der Herr zur Entrückung kommt. Nun müssen wir wissen, es ist uns zwar alles bekannt, aber es ist ja in dem großen Rahmen hier geschehen. Wie spät ist es an der Weltenuhr, dass man hier sehen kann, damals, als noch verkannt und sehr gering unser Herr auf diese Erde ging, da hat es ungefähr 100 Jahre gedauert, wie das Evangelium dann in die Völkerwelt hinausgedrungen ist. Die ersten Gemeinden haben sich gebildet. Und jetzt sind wir wieder in einer heilsgeschichtlichen Wende. Seit 100 Jahren wendet sich Gott wieder ganz besonders seinem Volk Israel zu. Es hat noch nicht die großen Erweckungen gegeben, die manche erwarten oder in der Schrift sehen. Aber jetzt durch die 850.000 russischen Juden sind auch viele Gläubige mitgekommen. Sie haben ihre eigenen Gottesdienste, in Russisch natürlich noch, aber sie lernen ziemlich schnell Hebräisch. Sie gehören eben doch zu dem Volk der Hebräer, sind zwar nicht alle Juden, aber der größte Teil, vielleicht 10.000, sind so mitgekommen, die keine Juden sind, natürlich auch die Mafia mitgekommen. Und die Prostitution ist leider auch mitgekommen. Das sind aber dann keine Juden, das sind alles die schlanken, blonden, weißhäutigen russischen Frauen. Naja, das ist eben ein säkulärer Staat, der Staat Israel. Das ist mitgekommen. Aber 850.000 sind gekommen. Ob da auch 10.000 Gläubige sind? Wir haben ja mit manchen Kontakt, die uns immer wieder berichten, wie viele Gläubige es gibt, die noch Russisch sprechen und die sich auch bekehren. Es gibt Werke, die arbeiten unter den russischen Juden und, tja, sie gehören alle noch zur Gemeinde. Solange die Gemeinde Jesu noch auf dieser Erde ist, alles, was sich zu Christus bekehrt, ganz gleich. Sind es russische Juden oder sind es da Juden aus Israel, die schon dort geboren sind? Oder sind es deutsche Juden oder sind es wir als Deutsche oder als Amerikaner? Oder hier unsere Brüder aus Äthiopien, das spielt doch gar keine Rolle. Wer sich jetzt zu Christus bekehrt, na, der ist Glied am Leib Jesu Christi. Jetzt weder Jude noch Heide, weder Knecht noch Freier, arm noch reich, Kind noch Erwachsener, spielt gar keine Rolle. Die Wiedergeburt ist entscheidend. Und durch die Wiedergeburt werden wir hineingefügt in den Leib Jesu Christi. So, das ist das große Geheimnis, die Zeit der Gemeinde. Diese Zeit der Gemeinde ist bereits vorausgesagt, in Matthäus 16, ich darf es noch einmal lesen, da kommt das erste Wort vor, Gemeinde. Gemeinde steht ja über 100 Mal im Neuen Testament. Die Elberfelder Übersetzung sagt Versammlung.
Naja, kann man auch so übersetzen. Ekklesia. Es müsste heißen, die Herausgerufene, über 100 Mal. Ekkaleo, herausrufen. Ekklesia, die Herausgerufene. Luther hat Gemeinde übersetzt. Matthäus 16, 13, da kam Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi. Da kommt eine der Jordanquellen heraus, Banyas genannt, fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Natürlich weiß der Heiland das, aber er möchte seine Jünger mit hineinnehmen in diesen großen Heilsplan Gottes. Sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer. Das dachte ja auch der Herodes. Er hatte ein schlechtes Gewissen, weil Johannes den Täufer hat umbringen lassen. Die anderen, du seist Elia. Etliche, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Na, die haben sich schon Gedanken gemacht, die Zeitgenossen damals. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Messias. In der Elberfelder Übersetzung steht so holprig, der Christus. Weil im Griechischen die wörtliche Übersetzung steht, ho Christos, der Messias. Das kann man ja eigentlich gar nicht so wörtlich übersetzen. Das geht ja gar nicht. Ist ja ausgeschlossen. Luther hat natürlich richtig übersetzt. Er hat ja als Kind schon, hat man ihm Lateinisch hineingeprügelt. Ne? Der kleine Martin Luther, der wusste, das heißt Christus. Nicht wahr? Christi. Christo. Christum. Christi. Die verschiedenen Fälle. Aber die Elberfelder sagt, der Christus. Na, das heißt der Messias. Das ist sehr wörtlich übersetzt. Aber so kann man ja nicht sprechen, nicht? Wenn das einer hört, das ist ja, das tut einem ja richtig weh. Du bist der Messias, steht hier wörtlich. Christos, griechisch. Christus, lateinisch. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und genau da steht Psalm 89. Eines der schönsten messianischen Psalmen. Das haben wir in unserer vorletzten Freizeit am See Genezareth durchgenommen. Israels Väter schauen Christus. Da haben wir uns nur in den Psalmen bewegt. Oh, das war gewaltig. Das war gewaltig. Besonders Psalm 89. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Sicher, Petrus wusste das. Er war so belehrt worden. Aber das ist ja der eigentliche Sinn. Wenn Christus kommt, wir haben gehört, dass er ewiglich bleibe. Sagen die Juden im Johannesevangelium, wie sagst du denn, du gehst irgendwo hin? Wir haben gehört, dass der Messias ewiglich bleibe. Sicher bleibt er ewiglich. Nur nicht auf dieser Erde. Er ist im Himmel, er ist Gottkönig. Er muss erstmal im Himmel sein Königreich einnehmen. Den Thron Gottes besteigen, zur Rechten des Vaters. Er muss dort erstmal durch sein eigen Blut vor das Angesicht des Vaters treten. Und als der Melchisedek, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Vater, ohne Mutter, da muss er erstmal anfangen, das Erlösungswerk, die ewige Erlösung von der Ewigkeit her, allen Menschen zueignen. Das wäre ja schrecklich, wenn wir heute doch nach Jerusalem fahren müssten und müssten dort unsere Opfer bringen. Das wäre ja was. Nein, 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 nein. Der Heiland hat mit einem Opfer, hat uns mit einem Opfer vollendet, Hebräer 10. Hebräer 9 dann hinüber in Hebräer 10. Und wo Vergebung der Sünden ist, ist kein Opfer mehr nötig. Hebräer 10, Vers 18. Damit ist der erste Teil des Hebräerbriefes zu Ende, am Schluss. Das ist eine ewige Lösung und diese ewige Lösung wird uns durch den Heiligen Geist zugeeignet. Was sich Christus geopfert hat durch den ewigen Geist, Hebräer 9, Vers 14. Und diese ewige Lösung wird uns, wenn wir glauben, ins Herz hineingegeben. Und das kann nur der Messias, auch nicht die Priester und hohen Priester aus dem Hause Aaron. Hebräer 7 sagt, weil sie der Tod nicht bleiben ließ. Sie sind alle gestorben. Es hat ja 25 hohe Priester gegeben.
von Aaron an bis zur babylonischen Gefangenschaft. Der Eli ist ja so ein bisschen eine Sondersache mit seinen gottlosen Söhnen und so, aber man muss ihn auch dazu zählen. Sonst, wenn man das Alte Testament durchliest, liest man doch von 24, aber der Eli ist auch dabei. 25 hohe Priester. Naja, dann kam 70 Jahre Unterbruch, babylonische Gefangenschaft. Und dann ging es nicht mehr ganz so glatt, besonders als die Römer im Lande waren. Und da taten die Kinder Israel einen großen Fehler. Der Priester Mattathias mit seinen 5 prächtigen Söhnen fing an, gegen die Syrer zu kämpfen. Und die hatten angefangen, so 175, 178 Israel zwischen Hammer und Amboss zu nehmen. Die Syrer als Hammer von oben und Amboss unten in Ägypten, obwohl die ägyptische Dynastie, die sogenannten Ptolemäer, die letzte Königin war Kleopatra, die ist 30 vor Christus hat sie sich vergiftet, weil sie 31 vor Christus gegen die Römer verloren hat, hat noch ein paar Monate gelebt und dann war die letzte Königstochter dahin nach über 300 Jahren, obwohl die immer sehr human war, diese griechische Regierung, diese Oberschicht in Ägypten über das ägyptische Volk. Aber der Hammer kam von Syrien. Und da steht nun der Priester Mattathias auf. Und sein berühmtester Sohn war ja Judas Makkabäus. Und die kämpfen und gewinnen. Die kommen alle um. Der alte Priester ist eigentlich normal gestorben, aber 4 seiner Söhne sind umgebracht worden. Oder umgekommen im Krieg. Und den letzten, den Simon, von dem es eine Dynastie gab, die bis zur Mariamne geht, die eine Frau von Herodes, von der hörten wir schon. Tja, die sind alle umgebracht worden, sogar der letzte, der Simon, ist vergiftet worden. Und die Makkabäer machten einen Fehler, sie waren Priester. Und sie ließen sich als Könige in Israel feiern. Sie übernahmen die Königsherrschaft, weil sie als Priester gegen die Syrer gewonnen hatten. Antiochos Epiphanes war ja dieser grollige syrische König, er kam ja auch um 164, 163 vor Christus. Wir kennen die Geschichte. Und da haben sie ihm als Könige weiterregiert. Und das war der große, große Fehler. Das hätten sie nicht gedurft. Sie waren Priester und sie waren keine Könige. Warum? Nun, es ist nur einer König, der aus dem Hause David kommt, der Messias. Du bist Christus. In der Peterskirche in Rom gibt es da so eine schwarze Statue, wo Petrus dargestellt wird, er wird wie ein Götze verehrt. Und die haben ihn geküsst, diesen Götzen, seit einigen Jahrhunderten, seit der Petersdom gebaut wurde. Und der eine Zeh ist fast abgeküsst. Tja, und da steht natürlich ganz groß, wie überall, wir haben das x-mal gesehen in Israel. Ich versuche immer einiges zu übersetzen, in Lateinisch natürlich, ist doch klar. Da steht ganz groß, du bist Petrus, du bist Petrus. Et superhang Petram edificabo ecclesia meam. Du bist Petrus und auf diesen Felsen, den Petrus, will ich bauen meine Gemeinde. So steht es da irgendwo in Rom. Aber so steht es nicht in der Bibel. In der Bibel steht was ganz anderes. Petrus, der erste Mensch auf Erden, ein Apostel. Ein besonderer Apostel. Ihm hat der Vater es offenbart, dass der Jesus Christus nicht irgendein Wanderprediger ist. Irgendein Messias, der hier mit irgendwelchen Ansprüchen auftritt. Nein, er ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und spricht zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Hier sieht man die Schlüsselgewalt des Petrus. Wie langsam in knapp 100 Jahren das Evangelium, das Wort Gottes, die Heilsgeschichte von Israel weggeht zu den Heiden. Aber bei den Heiden beginnt etwas ganz Neues. Und deswegen sagt Paulus, wir wichen ihnen nicht eine Stunde, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bestehen bliebe. Bloß nicht eine andere Interpretation des Gesetzes. Wir sollen an Jesus glauben und uns beschneiden lassen oder den Sabbat halten. Nein, dann wäre ja Christus am Kreuz umsonst gestorben. Es kommt etwas ganz Neues mit der Gemeinde Jesu.
Man nimmt nicht neuen Wein und gießt ihn in alte Schläuche. Man nimmt nicht den neuen Wein, das Evangelium, das Kreuz von Golgatha und presst es in die Schale des Gesetzes hinein. Niemals. Es kommt was ganz Neues. Und da ist Petrus der Mann, der dieses Neue, diese neue Heilszeit unter den Heiden verkündigt. Und Paulus ist der Mann, der das im Römischen Reiche verbreitet. Unter den heidnischen Zuhörern hat er nicht solche Probleme, aber seine jüdischen Zuhörer, die machen ihm zu schaffen. Die machen ihm zu schaffen. Und darum sagt er es im Galaterbrief. Wir kennen die Worte. Wir wichen ihn nicht eine Stunde. Sonst wäre, ich sag's mit unseren Worten, sonst wäre unser Heiland umsonst am Kreuz auf Golgatha gestorben. Dann hätte Gott das auch anders machen können, dass eine Neuauflage, eine Neuinterpretation des Gesetzes hinausgegangen wird zu den Heiden. Nein, 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 nein. Christus ist das Gesetz, das Endziel. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Und wenn er an den glaubt, an den Herrn Jesus, dann vergibt ihm seine eigene Gerechtigkeit. Alle Werke, die ich tat, das Gesetz verurteilt hat. Durch das Gesetz wird niemand selig. Da ich dir nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an. Oh ja, das war die erlösende Botschaft. Das Kreuz von Golgatha kommt zu den Heiden ins Römische Reich. Ach, wie viele Völker wohnten im Römischen Reich. Nur gut, dass sie alle Griechisch verstanden, viel mehr als heute Englisch. Und das hat nicht lange gedauert. Da hatten die Goten schon ihre erste Bibelübersetzung und ihren Bischof Wulfila. Ich glaube, um 384 herum ist Wulfila gestorben. Der war viel früher in Rom und hat dort die Bibel mitgebracht. Die Römer, die am Rhein wohnten, wo die germanischen Stämme Berührung mit den Römern hatten, oder die unten an der Donau wohnten, ach, die ganzen römischen Siedlungen, überall waren dort die ersten Christen. Von den Römern zu den Heiden, zu den Germanen oder zu den germanischen Völkerschaften. Das war eine Erlösung, kein neues Gesetz, nein, sondern ein ganz neues, wunderbares Evangelium. Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, dass du jetzt sagst, ich wäre Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sondern weil der Vater im Himmel dir das offenbart hat, dass du jetzt Petrus zu mir, dem Herrn Jesus, sagst, dass ich sei Christus, des lebendigen Gottes Sohn, sage ich dir auch. Petrus sagt zum Herrn Jesus und der Jesus sagt zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Auf welchen Felsen? Auf die Aussage, die Petrus macht, dass der Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist der Felsen, worauf Christus seine Gemeinde baut. Und die Pforten der Hölle, des Hades, des Totenreiches sind nicht in der Lage, diese Gemeinde zu überwältigen. Warum? Na, sie ist auf Christus gebaut. Mein Vater im Himmel hat dir das geoffenbart und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Das hört sich ja so oberflächlich an, als ob der Heiland tatsächlich auf den Petrus die Gemeinde baut, auf diesen Wackelpudding. Das wäre vielleicht ein Felsen gewesen. Das wäre ja furchtbar, wenn unser Glaube auf Menschen gebaut wäre. Derselbe Petrus, der im gleichen Kapitel in Vers 22 sagt, Herr, schone dein Selbst, das widerfahre dir nur nicht. Und er wandte sich um und sprach zu Petrus, hebe dich weg von mir, Satan. Was? Darauf soll die Gemeinde gebaut werden? Auf einen Jünger, der so wackelig ist? Wo der Heiland sagt, hebe dich von mir, Satan? Natürlich ist der Petrus kein Satan, aber der Petrus wird ein Werkzeug des Satans, um den Herrn zu versuchen. Das widerfahre dir nur nicht. Doch, es muss dem Heiland widerfahren. Es gibt keinen anderen Weg zum Himmel. Der Weg zum Paradiese geht über Golgatha. Das ist ja das Herrliche. Nun, das geschieht oben in Caesarea Philippi. Einer der Jordanquellen, genannt Banias, von dem alten Pan-Gott, der alte Pan-Götze, der auf der Pan-Flöte spielte. Da bekamen die Leute alle panische Angst. Angestellt mit zwei Bockshörnern auf dem Kopf. Es war sowieso ein halber Ziegen- oder Schafskopf. Mit einem Schwanz,
mit Pferdefüßen oder mit Boxfüßen, oben Mensch und unten war er irgend so ein Tier. Tja, das war oben an diesem dunklen Ort in Caesarea Philippi, wo der Jordan vom Hermon herunter, 2814 Meter hoch ist der Hermon, da wird das Schneewasser geschmolzen, im Berg heruntergedrückt. Na, da ist es auch immerhin vielleicht noch 500, 600 Meter hoch, wo das Wasser unten in der Ebene ins Tal kommt. Und da entspringt eine dieser Quellen, aber eine große Grotte, ein gewaltiger Tempel gebaut worden von Herodes Philippus. Dort haben sie eben diesen Pan-Gott angebetet, der uns die panische Angst einjagt mit seiner Panflöte. Und, naja, dort oben an dem dunkelsten Ort von ganz Israel, möchte man sagen, dort oben spricht unser Heiland das erste Mal das gewaltige Wort aus. Ich kürze jetzt, ich will bauen meine Gemeinde. Natürlich erst aus den Juden, das ist ja klar. Auch Paulus schreibt das im Schlüsselvers zum Römerbrief. Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17, den Juden zuerst, dann aber auch den Griechen, das heißt den Heiden. Immer den Juden zuerst, aber auch den Heiden. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Gott will ja, dass allen Menschen geholfen werde. Und dass die Heiden selig werden, ohne eigene Werke, ohne Zutun der Werke, ohne Verdienst, sagt Paulus mehrmals im Römerbrief, sondern nur durch die Kraft des Erlösungswerkes Jesu Christi. Und die Kraft des Erlösungswerkes Jesu Christi ist so groß, dass auch der schlimmste Heiden, Mörder, Götzendiener, Ehebrecher selig werden kann, wenn er glaubt. So groß ist die Kraft der Lösung von Golgatha. Die Kraft hat das Gesetz nicht. Nein, nein. Das Gesetz hat überhaupt keine Kraft. Das Gesetz verurteilt uns. Aber die Gnade von Golgatha sagt uns, der Heiland ist für uns gestorben, die wir eigentlich hätten verurteilt werden müssen. Aber wir werden nicht verurteilt. Das steht ja besonders dann in Johannes Kapitel 1. Ich denke an die wunderbaren Verse. Johannes 1, Vers 17. Das hören wir öfters, wenn wir unten am Sinai sind. Dann bewegt uns das immer so, der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Und was steht da in Johannes 1, Vers 17? Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Und? Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Gott sei Dank. Kein Gesetz mehr, nein. Petrus setzt sich auseinander in der Apostelgeschichte mit den anderen Ältesten und Aposteln in Jerusalem. Weder wir noch unsere Väter haben das Joch des Gesetzes tragen können. Warum versucht ihr die Jünger, indem ihr das Gesetz auf die Hälse der Jünger auflegen wollt? Durch das Gesetz wird niemand selig. Im Gegenteil, das Gesetz fordert den Tod des Sünders. Moment, Moment, es gibt die Gnade. Die Gnade? Ah, da ist ein anderer für die Sünder in den Tod gegangen. Oh, das war unser Heiland. Er stirbt an unserer Stelle, er erfüllt das Gesetz. Der Sünder, der sterben musste, der wird getötet. Der Jesus stirbt wie ein Sünder, er wird zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, Vers 21. Er stirbt am Kreuz. Wie ein Sünder und, ja, jetzt ist er dem Gesetz Genüge getan, sicher. Der Sünder ist hingerichtet, er ist gestorben. Paulus wiederholt ja das so wunderbar im Römerbrief, was das für uns eine Bedeutung hat, dass wir der Sünde gestorben sind. In Römer 6, ich nehme den einen Vers, oder Römer 6, Vers 10, was er gestorben ist, ist unser Heiland der Sünde gestorben. Jetzt sollen auch wir damit rechnen, dass wir der Sünde gestorben sind. Und in Römer 7, Vers 4, da wird ja kaum drüber gepredigt. Kaum. Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi. Wenn wir mit Christus gekreuzigt sind, Römer 6, sind wir auch dem Gesetz getötete, Römer 7. Ach, und dann hat das Gesetz keine Rechtsforderung mehr an uns? Nein. Das Gesetz kann nur Rechtsforderung an die Lebenden stellen, aber nicht an die Getöteten. Wenn wir im Glauben uns dafür halten, Römer 6, Vers 11, dass wir mit Christus gekreuzigt, die Getötete, begraben sind,
Tja, dann hat das Gesetz keine Rechtsforderung mehr. Die Rechtsforderungen des Gesetzes sind mit dem Tod des Sünders erloschen. Und der Sünder ist mit Christus in den Tod gegangen, weil Christus stellvertretend für den Sünder gestorben ist. Das ist ja gewaltig. Das Gesetz kann verurteilen, oh ja. Und wir wissen ja, wie die frommen Juden zum Teil bis heute rigoros das Gesetz durchsetzen wollen, was aber noch nicht geht. Die weltliche, säkulare Gesellschaft Israels ist noch zu groß, zu massenhaft, zu stark, zu sehr links, zu weltlich. Aber man weiß nicht, was noch kommt. Und wir wissen ja aus der Bibel, wie sie Leute gesteinigt haben. Das Gesetz fordert den Tod. Nein, nein. Brüder und Schwestern, wir brauchen nicht sterben. Es kommt jetzt nicht diese rote Heißlinie zu uns, den Heiden, und bringt uns das Gesetz, vielleicht in germanischer Übersetzung, nicht? Der Wulfiller hat ja übersetzt. Ich habe fast alles vergessen. Wir haben das mal in der Schule durchgenommen, im Deutschunterricht. Er hat ja übersetzt die Bibel. Das hört sich ein bisschen anders an, aber wenn wir genau hinhören, verstehen wir es. Dieses gotische Deutsch, wenn ich so sagen darf. Die Goten sind ja untergegangen, nicht? Sie waren Anhänger sie waren Arianer, Anhänger des Arius. Das war so, Arianus war so ein Art Kirchenvater. Die haben ja gekämpft untereinander, wie die Löwen haben die gekämpft. Aber es ist dann doch das Evangelium so erhalten geblieben, wie wir es heute haben. Und die Goten sind untergegangen, haben wir auch in der Schule gelernt. Nächtlich Ambusento, Sispeln bei Cosenza, dumpfe Lieder. Aus den Wassern schallt es Antwort, in den Wirbel klingt es wieder. Und den Fluss hinauf, hinab, da ziehen die Scharen tapferer Goten, die den Allerich beweinen, ihres Volkes tapferen Toten. Tja, ihr Goten, wo seid ihr denn geblieben? Es gibt manche Leute, die sagen, sie möchten eine Bibel in gotischer Schrift. Aha, in gotischer Schrift. Was ja unsere Jugend gar nicht lesen kann. Das ist ja so verschnörkelt. Tja, und wenn jetzt das Gesetz eben zu den Germanen gekommen wäre, und vielleicht zu den Goten, wer weiß, vielleicht auch im Westen, da waren ja allerlei die Franken, nicht? Pimpin der Kurze, Karl der Große, da gab es ja einige, und dann da oben die Hessen, die Katten, und alle überall haben sie gelebt. Auch da drüben, Thüringen, Frankenland, der Winzer Schutzherr Kilian beschert uns etwas Feines. Oh ja, der Kilian ist zu diesen Völkern gekommen. Naja, wenn die uns jetzt das Gesetz gebracht hätten, das wäre ja schrecklich gewesen. Schrecklich. Sie haben uns das Evangelium gebracht. Atta unser intuhiminam. Das ist gotisch. Das haben wir als Kind in der Schule gelernt. Und wir hatten einen Deutschlehrer, der hat uns was beigebracht. Vater unser, der du bist im Himmel. Atta unser intuhiminam. Tja, das ist das gotische Vaterunser. Es ist ja etwas übrig geblieben von seiner alten Handschrift, von einer alten Handschrift, die liegt in Uppsala, in der Universitätsbibliothek. Ja, das ist aber anders zu uns gekommen. Kein Gesetz, nein. Gnade. Was ist Gnade? Der Sündlose stirbt für die Sünder, er steht aber aus den Toten auf und bringt uns ein neues Leben. Und die Apostel ziehen hinaus in die Welt. Erst Petrus und Johannes und die Jünger in Jerusalem, in Judäa, in Samaria. Dann anfangs mit dem Apostel Paulus, Kapitel 10, Kapitel 13 bis 28, bis an die Enden der damals bekannten Erde, zieht das Evangelium hinaus in die Völkerwelt, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet in der Kraft des Heiligen Geistes meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Nun hat natürlich Petrus nicht von Anfang an so das Geheimnis der Gemeinde geschaut. Denn im zweiten Brief schreibt er, dass unser lieber Bruder Paulus schwer verständliche Dinge schreibt, die die Ungelehrigen verdrehen zu ihrer eigenen Verdammnis. Das war sehr schwer für die Juden, das zu begreifen. Bitte, was ist passiert? Was ist da unten in Caesarea? Da drüben in Samaria? Der Heilige Geist fällt auch auf die Heiden? Ja. Warum? Weil sie an Christus, den Gekreuzigten, glauben. Weil Gott durch den Glauben ihre Herzen gereinigt hat.
weil Gott ihnen eine Tür des Glaubens aufgetan hat, weil Gott ihnen Buße zum Leben gegeben hat. Wen? Den Heiden. Weil die Blutskraft von Golgatha so stark ist. In diesem seinen Namen haben alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden. Das ist das Geheimnis. Und das Blut Jesu Christi macht die Heiden rein von ihren Sünden, von ihren Gräueln, Götzensünden. Und sie empfangen den Heiligen Geist. Sie werden neue Menschen. Und, naja, das haben die ersten Jünger Petrus, also aus der Zahl der 12, die haben das nicht so gleich gesehen. Da musste Paulus kommen. Das auserwählte Rüstzeug. Und Apostel Paulus hat uns ja das Geheimnis der Gemeinde kundgetan. Wir haben das gerade doch hier oben drauf. Deswegen zeige ich das noch einmal. Das gehört ja eigentlich zum Philipperbrief, nicht? Wir nehmen ja vormittags über den Philipperbrief durch. Und da haben wir dieses Bild gesehen. Aber jetzt müssen wir es auch noch einmal sehen und noch einmal die Botschaft hören. Was begann denn zu Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde? Eine neue Heilzeit. Der Zeiger an der Welt, nur Gottes bleibt in Israel stehen. Für die nächsten fast 2000 Jahre geht das Evangelium in die ganze Welt hinaus, zu den Heiden. Und der Hauptheidenapostel, eigentlich der einzige Heidenapostel, nicht? Das ist unser lieber Apostel Paulus, der gibt uns 13 Briefe. Ich kann mich nicht dazu entschließen, dass auch der Hebräerbrief von Paulus wäre. Es steht einfach nicht dabei, also wage ich das nicht zu sagen. Steht gar nichts dabei, wir wissen es nicht. Jedenfalls ist der Hebräerbrief mit dem Römerbrief einer der größten Briefe im Neuen Testament. Und wir wissen auch, dass der Hebräerbrief das beste Griechisch hat. Der Schreiber des Hebräerbriefes muss ein Genie gewesen sein und ein tiefgründiger Gottesmann. Denn im Hebräerbrief geht es um die Person Jesu Christi. Im Römerbrief vom Apostel Paulus geht es um das Werk Jesu Christi. Das sind die beiden größten Briefe, die wir im Neuen Testament haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, der Hebräerbrief auch von Paulus, kann ich nicht sagen. Wenn wir in Russland sind, wir waren jetzt wieder mal in Kasachstan, noch spricht man in Kasachstan Russisch, nicht? Aber nicht mehr lange. Das Kosakische nimmt überall überhand. In der Ukraine spricht man Ukrainisch. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, dass wir unsere russischen Bibeln verteilen. Die Jugend, die jetzt heranwächst, in 10, 15 Jahren, die spricht kein Russisch mehr. Oh, die Völker sind froh, dass sie das russische Joch nach 70 Jahren abschütteln konnten. Na, die Völker Asiens länger. Aber seit dem Kommunismus von 1917. Und das ist sehr schwierig. Naja, und dann mein Übersetzer, der liebe Bruder, der mich jedes Mal bis jetzt übersetzt hat, wenn wir irgendwie in den ehemaligen 15 Republiken der ehemaligen Sowjetunion gewesen sind, naja, da hat dann immer seine Mühe. Wenn ich jetzt sage, der Römerbrief ist der größte Brief, ist der erste Brief nach der Apostelgeschichte. Nein, nein. Das steht in der russischen Übersetzung nicht. Was? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Jakobus. Na sowas. Das beginnt mit den 8 allgemeinen Briefen, Jakobusbrief. Und die 13 Briefe des Apostels Paulus hat man eben nach hinten getan. Warum eigentlich? Das ist aus alter Zeit. 988 wurde ja das Christentum Staatsreligion in Russland durch irgendwelche tüchtigen Mönche, die das heraufbrachten von Konstantinopel, und irgendwelche Fürsten haben das angenommen, es war noch nicht so ein Zar wie dann später, und naja, die haben das so übernommen. Warum eigentlich? Sie haben das Geheimnis der Gemeinde nicht verstanden. Nun, Gott sei Dank, dass wir in Westeuropa, in all den Übersetzungen, die wir haben, auch in den anderen Sprachen, dass nach der Apostelgeschichte der Römerbrief kommt. Erst kommen die 13 Briefe des Apostels Paulus, weil Paulus das auserwählte Rüstzeug ist. Eigentlich hätte es Petrus sein müssen, weil der Jesus zu Petrus sagt, in Vers 17, mein Vater im Himmel hat dir das geoffenbart,
Und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Petrus hat als allererster der Apostel und Jünger das Wort Gemeinde gehört. Aber Petrus hatte nicht diese Aufgabe. Petrus eröffnet nur die neue Heilszeit. Und jetzt kommt Paulus. Das auserwählte Rüstzeug. Und er kommt nach Europa. Gott sei Lob und Dank. Bei der zweiten Missionsreise verwehrt ihm der Heilige Geist, das Wort in Asien zu reden. Und der Mann aus Makedonia, der ruft, komm herüber und hilf uns. Nun kommt die Apostelgeschichte nach Europa. Und nun ist das Evangelium Europa. Naja, und jetzt haben wir die Briefe fast alle an Europäer gerichtet. Die Römer waren Europäer, die Korinther waren Europäer, Kolosser waren noch in Kleinasien, die Philipper waren Europäer, die Thessalonicher waren Europäer. Das geht alles nach Europa, die 13 Briefe des Apostels Paulus. Und was hier als Häuschen, als Haus dargestellt ist, soll nichts anderes sein als der Neubau der Gemeinde Jesu. Aber Herr, richtest du dir nicht mehr das Königreich für Israel auf? Apostelgeschichte 1, Vers 6. Und der Herr sagt, nein, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, die der Vater in seine eigene Machtvollkommenheit gestellt hat. Auch der heutige moderne Staat Israel ist nicht das Königreich, was der Vater aufrichten wird. Das ist nur eine Sammlung des Volkes, aber nicht mehr. Wir lassen uns keinen Sand in die Augen streuen. Und wir sind keine Israel-Fanatiker, wie manche uns verdächtigen. Ich bin oft genug in Israel gewesen und ich habe tief genug die Bibel gelesen, um zu wissen, was ist das, wenn der Vater in seiner Macht das Königreich für Israel aufrichtet. Gibt er das Königreich einem demokratisch gewählten Ministerpräsidenten, bitte, der möglichst noch ein- oder zweimal geschieden ist? Nein. Das Königreich für Israel bekommt nur einer, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Sohn Gottes, der König, den der Vater eingesetzt hat in Psalm 2, im Psalm 45, im Psalm 72, im Psalm 89, in 2. Samuel Kapitel 7, dieser König bekommt das Königreich. Das ist jetzt noch nicht. Es ist alles auf dem besten Wege, denn ja. Aber noch auf dem Wege, ja. Der Zeiger der Welt, nur Gottes, bewegt sich immer noch. Er ruckt immer noch auf Mitternacht. Aber es ist noch nicht Mitternacht. Noch nicht. Wenn Mitternacht wäre, dann würde der König kommen oder gekommen sein. Dann wären wir als Gläubige nicht mehr auf dieser Erde. Ich rede jetzt etwas heilsgeschichtlich, weil das zu unserem Thema gehört. Wie spät ist es an der Weltenuhr? Und wir haben ja sehr lange darum gekämpft für diese Bibelwoche und haben in den letzten 6, 8 Wochen dann doch diese Themen gewählt, weil wir eigentlich ein anderes Thema für diesen Abend vorgesehen hatten, was wir dann auf nächstes Jahr verschoben haben, weil jetzt seit 100 Jahren diese Bewegung ist am Zeiger der Welt. Nur Gottes, müssen wir uns doch darüber unterhalten, ihr Lieben. Wir machen uns ja schuldig. Und wenn Sie unsere Zeitschrift lesen, dann lesen Sie ja, dass ich immer etwas darüber schreibe, aus Zeitmangel nur so wenig. Das Beste wäre, man würde diese 12 Kassetten jetzt zu einem Buch machen. Da sind Schätze drin, ihr Lieben. Wenn das geschehen würde, aber wie sollen wir das machen? Was glauben Sie, was für, überall für böses Blut ist? Ich habe 30 Einladungen in Gemeinden in Deutschland. Die schiebe ich immer vor mir her, immer vor mir her. Ich schaffe es einfach nicht. Es geht nicht. Es sind andere Sachen wichtiger im ehemaligen Ostblock oder in den anderen Staaten der Sowjetunion. Unser Heilsplanbuch wird ja jetzt ins Bulgarische und ins Albanische übersetzt. Das ist doch viel wichtiger. Wer weiß, wie lange da drüben die Türen noch offen sind. Da muss ich immer wieder bitten, ihr lieben Brüder und Schwestern, versteht doch, ich bin ja früher gerne zu euch gekommen, aber es geht jetzt nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Ich habe doch nicht den eisernen Vorhang zusammenschmelzen lassen wie Wachs. Das hat doch Gott getan. Und jetzt müssen wir die Zeit auskaufen da drüben. Die Türen gehen zu. Das weiß jeder und merkt jeder, der geistig arbeitet. Vielleicht nicht für die Geschäftsleute. Oh ja, die sehen wir mit ihrem Handy rumlaufen. Und die fahren mit ihrem schwarzen Mercedes da drüben rum. Besonders in Moskau und in Kiew. Das ist uns bekannt. Nein, es geht um das Evangelium. Es ist nicht mehr so einfach,
100.000 oder 50.000 Heilsplanbücher rüberzubringen oder 20.000 Bibeln. Wir bringen jetzt wieder 40.000 nach Kiew. Das ist gar nicht so einfach, ihr Lieben. Die wollen Zoll haben und da gibt es Schwierigkeiten und behalten das ein. Und ach, es ist fast wie in der alten kommunistischen Zeit. Die Schlange hat ihre Haut gewechselt, aber es ist immer noch die gleiche Schlange. Wir müssen die Zeit auskaufen, ihr Lieben. Wie spät ist es dann an der Welt nur? Na, unser Herr kommt bald. Die letzte Ernte wird eingebracht. Ich habe heute noch eine Spende von 2.000 Mark bekommen. Dann steigt das Barometer von den Spenden. Das sind ja ungefähr 20.000 Mark, wo wir nur für das Druckpapier das benötigen. Für Bosnien und Kroatien. Dass da einige tausend Bibeln gedruckt werden, das gibt es da drüben nicht. Aber es gibt viele Moslems, die bekehren sich. Viele Moslems. Und das ist mir wichtiger, dass ich dahin fahre. Da sind Menschen, die sich bekehren, die die Bibel lesen wollen. Und sie lesen sie und sie forschen darin. Und da wird auch Gemeinde Jesu gebaut, wo vor 4 oder 5 oder 6 Jahren noch keine Gemeinde Jesu war, weder in Sarajevo noch in Tuzla oder Banja Luka oder wie diese Orte da heißen in Herzegowina oder in dieser Gegend von Montenegro und so weiter und so fort. Nein, nein. Die alten Bosnier waren mal Bogomilen. Und dann sind sie durch politische Umstände haben sie die Türken zur Hilfe gerufen. Denn die Türken waren ja 1683 vor Wien, das ist ja nicht mehr weit von Wien, bis rüber nach Bosnien. Tja, und dann haben sie die Türken zur Hilfe gerufen gegen die griechisch-orthodoxe Kirche und dann, naja, dann haben sie ein Namensmoslemtum angenommen. Hört sich dumm an, aber da ist keine Überzeugung. Da kommen Menschen zum Glauben und das ist gewaltig. Die Häuser sind zerschossen. Über die Brücken muss man mit einer Fähre fahren. Das ist wieder ein riesiges Abenteuer. Ist ja fast den ganzen Tag, wenn wir dann oben von Kroatien, von der österreichischen Grenze bis runter nach Bosnien kommen. Ach, da bekehren sich Menschen. Die haben keine Kirche, die haben kein Gemeindehaus, kein Bethaus. Nein, die haben eine Gelegenheit, einem Hotel. Das Hotel vermietet das gerne, bitte hier, 400 Mark pro Abend. Das ist ja Geld. Ja, das muss auf den Tisch gelegt werden, die haben kein Geld. Wenn wir rüberfahren, wir müssen alles mitnehmen. Und dann kommen Menschen zum Glauben. 350 Menschen sind Abend für Abend dort. Sogar der Bürgermeister war am ersten Abend dort. Das ist ja fast Urgemeinde. Ja, das ist wie so am Anfang. Und das ist unsere Aufgabe und da müssen wir hin. Und da werden wir auch wieder hinfahren. Sicher, man muss mit Übersetzung sprechen. Aber durch Gottes Gnade haben wir immer solche guten Übersetzer. Das geht wie so ein Maschinengewehr, wie die übersetzen. Dann staunt man nur. Und das heißt, bei Moritz auch schon in 70.000 übersetzt worden. Gerade im Kroatischen. Und das Buch Leben im Sieg so ähnlich. Ich habe nicht alle Zahlen im Kopf. Ja, Lieben, das ist eine große Gnade. Und das ist jetzt unser Hauptauftrag, jeder für sich, ihr für euch, wir für uns, dass wir die Zeit auskaufen. Warum? Der Zeiger an der Welt nur Gottes, das Heilshandel Gottes mit Israel, rückt auf Mitternacht und dann kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Nun hat uns der Apostel Paulus seine 13 Briefe gegeben. Und darin entwickelt er das Geheimnis der Gemeinde Jesu, und das ist das Allerwichtigste, in dem Bilde eines Tempels, eines Neubaues, nicht der Altbau des Gesetzes, nicht die alten Schläuche des Gesetzes, die zerreißen, so sagt der Heiland, nein, der Neubau. Der Römerbrief, wir hörten das schon, das ist das gewaltige Heilsfundament, darauf die Gemeinde gegründet ist, natürlich ist Christus der Eckstein, das wissen wir. Dann die beiden Korintherbriefe, der Aufbau. Dann der Galaterbrief, wie noch einmal ein Zwischenfundament. Da geht es ja auch um das Thema Gesetz oder Gnade. Und ihr habt Christum verloren. Ihr seid von der Gnade gefallen, die ihr durch das Gesetz gerecht werden sollt, sagt Paulus den Galatern. So, die Vollendung sind die beiden Thessalonicher Briefe, die Wiederkunft Jesu. Und das Innerste, Epheser, Philipper, Kolosser. Christus und seine Gemeinde. Kolosser, Christus das Haupt. Philipper, die Glieder.
Und Epheser, der Leib Jesu Christi. Und dann drumherum die vier Pastoralbriefe, insgesamt 13 Briefe. Ja, hier zeigt uns Paulus das Geheimnis der Gemeinde. Der Heiland hat es aber zuerst dem Petrus gesagt, an den Jordanquellen, am Fuße des Berges Hermon. Deswegen lesen wir auch im Psalm 89, Vers 13, Tabor und Hermon jauchzen in deinem Namen. Die toten Kalksteinberge, die jauchzen nicht. Vielleicht sind da einige von diesen Adlern, die da oben herumschwirren, oder von diesen besonderen Tieren. Sieht so aus wie so ein Murmeltier, der Klippdachs. Aber sonst jauchzt da oben eigentlich nichts. Doch. Petrus jauchzt auf. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Tabor und Hermon, ja. Auf dem Hermon, da sagt Petrus, am Fuße des Hermon, genau am Fuße. Unser Bus schlängelt sich dann hoch und immer höher. Ich sage dann immer, hier sind wir in der israelischen Schweiz, immer höher, immer höher. Ach, da drüben sind ja die Schneegipfel vom Hermon. Ja, da können wir nicht hinfahren, ist viel zu hoch, ist militärisches Sperrgebiet. Aber da an dem Fuße des Hermon hat Petrus das erste Christusbekenntnis gesagt. Und auf dem Tabor jauchzt ja auch in seinem Namen, nach Psalm 89, Vers 13. Da sagt der Vater vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, ihn sollt ihr hören. Warum? Na, das ist der Sohn, der die Gemeinde gründet. Ich will bauen meine Gemeinde. Ich halte jetzt nicht einen Vortrag über die Gemeinde oder über Gemeindebau, das wäre extra eine Bibelwoche. Nein, es geht um den heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Die Geschichte mit Israel wird erstmal unterbrochen. Die gläubigen Israeliten gehören auch zur Gemeinde. Und sie sollten zur Gemeinde gehören. Aber sie glauben ja nicht. Aber wenn sie glauben, gehören sie dazu. Wir die Heiden, die Götzendiener. Wir waren fern von Gott und seiner Gnade. Epheser 2, ohne Gott, ohne Christus, ohne Hoffnung in der Welt. Wir gehören auch zur Gemeinde. Wir bilden dieses geistliche Haus. Und die 13 Briefe, die uns der Apostel Paulus geschrieben hat, die offenbaren das tiefe Geheimnis der Gemeinde. Matthäus 16, ich will bauen meine Gemeinde. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr seid meine Zeugen bis an das Ende der Erde, aber wenn die Zeugen Jesu hinausziehen bis an die Enden der Erde, dann geschieht aber etwas sicher. Da werden Menschen gläubig und bleiben die im luftleeren Raum hängen? Nein. Die werden als wilde Ölzweige eingepfropft in den guten Ölbaum Israel. Die werden als Glieder am Leib Jesu Christi hineingetan, in den Leib Jesu Christi hineingetauft. Ich muss noch einmal dieses Bild zeigen, was uns schon vorher bewegt hat. Das ist gewaltig, dass wir das noch einmal hören, weil das einfach jetzt dazugehört. Paulus schreibt ja an die Philipper, es verdrießt ihn nicht, dass er immer wieder einerlei schreibt. So, das können wir so reinlegen, wir brauchen es nicht rauszunehmen. Die Folien sind ganz klar durchsichtig. Und dann hören wir gleich das nächste Bild. 1a. Jetzt nimm das raus, dann ist es ganz klar. Tja, das ist ein Fachmann. Gelernt ist gelernt. Sie sehen, hier haben Sie das Kommen des Heiligen Geistes dargestellt, in dem dicken Pfeil da oben. Aber der Heilige Geist erklärt Christus. Der Pfeil zeigt nicht nur auf das Kreuz, sondern der Heilige Geist verklärt Christus den Gekreuzigten. Deswegen predigt Paulus den gekreuzigten Christus. Ist ja eindeutig. Und dann werden wir gläubig, werden wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Und ihr seht diesen Kreis, da waren die ersten 120, die Pfingsten gläubig wurden, die Gemeinde Jesu wurde gebildet. Und nun werden wir in den Leib Jesu Christi hineingetauft. Juden oder Heiden oder Nationen oder Israeliten oder Griechen, Freie oder Knechte, Männer oder Frauen. Ach, das spielt doch gar keine Rolle. Arme oder Reiche, Schwarze oder Weiße, spielt doch gar keine Rolle. Es werden Menschen
an den Herrn Jesus Christus gläubig. Und das ist das große Geheimnis, wenn wir eben die 13 Briefe des Apostels Paulus in diesem Tempel dargestellt sahen. Der Tempel, der Neubau der Gemeinde Jesu Christi. So ist das aber nur eine Ausdrucksweise der Tempel. Petrus spricht ja dann auch später, dass wir uns als lebendige Steine einbauen sollen in diesen Tempel der Gemeinde Jesu. Aber die Gemeinde Jesu ist ja mehr. Die Gemeinde Jesu, ich habe einmal 24 verschiedene Aussagen gesammelt und einmal bei einer Bibelwoche, sie stand auch in unserer Zeitschrift, uns vor die Seele gestellt, was ist das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi? Das habe ich auch jetzt wieder drüben im Osten gezeigt und natürlich alles in Rumänisch oder je nachdem, was die Sprache ist, Russisch, wir haben es auch in anderen Sprachen. Und das ist eine Belehrung für die Gläubigen und für die Ungläubigen gibt es ein großes Erstaunen, besonders bei den gebildeten Leuten. Die merken auf einmal beim Heilsplan, auch bei dem kleinen Heilsplan, wo was sind, 160 Seiten, gar nichts. Aber da merken sie, ja, das haben wir alles nicht gewusst. Nein, das haben wir nicht gewusst. Taina, das Geheimnis auf Russisch. Taina ist das Geheimnis. Im Rumänischen klingt so ähnlich. Das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi. Das ist alles Gemeinde, sicher. Das ist alles Gemeinde. Ist ja unglaublich. Aber das sind ja noch 24 Aussagen der Heiligen Schrift über die Gemeinde. Wir könnten jetzt diese Bibelstellen alle noch dazu schreiben. Das haben wir nicht getan. Und jetzt kann man nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das geht nicht. Es ist alles Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Die Gemeinde sind Glieder Christi. Die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die Gemeinde sind lebendige Steine in dem Tempel. Die Gemeinde ist die Braut des Lammes. Die Gemeinde sind die Kinder Gottes, die Gemeinde sind die Erben Gottes, die Gemeinde sind die Söhne, die Brüder, es ist Volk Gottes, es sind Könige, es sind Priester, es sind Heilige, es sind Freunde, es sind Knechte, es sind Diener, es sind Zeugen, es sind Haushalter, es sind Mitarbeiter, es sind sogar Gefäße, ach, es sind sogar Briefe. Wir sind Briefe Christi, Mitarbeiter, Reben am Weinstock, Ölzweige. Das ist alles Gemeinde. Ich kann doch nicht das eine gegen das andere ausspielen und sagen, nur das ist Gemeinde. Und dann fangen wir noch mit Israel an. Na danke, mir braucht keiner was über das ungläubige Israel erzählen. Das ganze Volk Israel ist doch nicht erlöst. Da hängt keine Decke vor ihren Augen, da ist eine Bleidecke vor ihren Augen. Da ist eine Mauer vor ihren Augen, ein eisernen Vorhang. Eine Betonmauer. Was wollen wir denn im Augenblick mit Israel? Das kommt später, aber doch nicht jetzt. Jetzt ist Gemeinde Jesu Christi auf dieser Erde. Tja, und jetzt haben wir hier so 24 Teile aufgezählt. Das ist also die Zeit der Gemeinde. Und jetzt, das ist so ein besonderes Wort, Pleroma. Die Fülle, die Vollzahl. Das ist ja Römer 11. Vers 25 und 26, wenn die Fülle, die Ganzheit, die Vollzahl, wenn das Pleroma aus den Heiden eingegangen ist, dann wird ganz Israel selig. Oh ja, das kommt. Israel hat eine gewaltige Zukunft, aber nicht jetzt. Bitte nicht immer hin und her, hier Gemeinde, hier Israel. Nein, nein, das augenblickliche Israel hat keinen Stellenwert im Reiche Gottes. Das Reich Gottes ist jetzt in den Herzen der wiedergeborenen Gläubigen. Und nur wer den Heiligen Geist hat, gehört dazu, natürlich gehören die Israeliten auch dazu. Aber nicht heilsgeschichtlich das von Gott berufene Israel, das er für einige Zeit zur Seite setzen muss, um ihres Unglaubens willen, Römer 11. Und er wird sie ihre wieder annehmen, wenn sie nicht im Unglauben bleiben werden, ganz eindeutig. Aber wenn wir dieses Bild hier sehen, es ist ja nur ein Bild, ihr Lieben, tja, dann merken wir auf einmal, was Fülle ist. Pleroma. Wenn die Fülle aus den Heiden eingegangen ist, die Fülle. Na ja, also die Gemeinde, das ist der Leib, jetzt wie der Elberfelder Übersetzung, nicht? Der Leib des Christus. Ja, stimmt. Aber Gemeinde Jesus mehr. Es ist die Fülle.
Epheser 1, die Fülle dessen alles in allem erfüllt. Was ist denn Gemeinde Jesu? Na, alles, was hier steht. Das sind aber noch 24 Aussagen, ihr Lieben. Es gibt da noch viel mehr. Aber die Zeit erlaubt es uns nicht, noch mehr darüber zu sprechen. Das können wir nicht. Es sind nur 24 Aussagen. Man könnte das vervollständigen. Man könnte das noch komplettieren, aber es reicht da der Platz immer nicht. Das alles ist Gemeinde Jesu. Ja. Die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Ja. Christus erfüllt alles in allem. Ja. Und die Gemeinde Jesu auch. Sie erfüllt auch alles in allem. Denn Gemeinde Jesu, das sind Glieder am Leib Jesu Christi. Das sind die Steine in dem Neubau der Gemeinde. Ach so. Das sind also die direkten Mitarbeiter. Ja, steht hier auch die Mitarbeiter. 1. Korinther 3, Vers 9. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Das ist alles die Gemeinde sicher. Natürlich ist hier auch die Braut klar. Natürlich ist sie auch, sind es auch Kinder. Sicher sind wir Kinder. Wenn wir keine Kinder Gottes sind, wir sollen dann Kinder Gottes sein. Diese wenigen Aussagen, 24 an der Zahl, die zeigen uns, was Fülle ist. Die Fülle aus den Heiden, die Vollzahl der Heiden. Und die Fülle wird immer größer. Wir rufen die Letzten zu Jesus. In Rumänien geht es im Augenblick 567 Brüdergemeinden. Sie sollen sich verdoppelt haben. Man kann ja heute nur mit Übersetzung sprechen, ist auch gar kein großes Problem. Es sind Brüder da, die übersetzen, noch sind sie da. Und ich habe mir das gut gemerkt, 567. 567. Es gibt aber über 1000 Baptistengemeinden. In Bukarest bin ich in zwei Baptistengemeinden gewesen. Wir waren das erste Mal in Bukarest, weil ich sonst nur immer mit den schönen Siebenbürgen war. Das war unsere erste Liebe. Da kamen wir vor 20 Jahren hin, am 20. April 1977. Da haben wir das erste Mal die Grenze überschritten. Und wir haben nie Gelegenheit gehabt oder Zeit oder Runde bis Kronstadt, Jahre nach Bukarest, naja. Und dort haben wir zweimal am Freitag und am Sonntag eine Baptistengemeinde besucht. Aber da wurde gebetet. Ich bin ja so ein bisschen skeptisch, wenn es um Baptisten geht. Weil wir hier gerade im Westen und Amerika viel Negatives erleben. Ich habe gestaunt. Vor jeder Gebetsstunde, vor jeder Bibelstunde, vor jedem Gottesdienst eine Stunde kniend gebetet. Dann wurde bekannt gegeben, für wen und für was gebetet werden sollte. Und dann eine Aufnahme des Wortes Gottes. Ich habe nur gestaunt. Natürlich, wir hatten einen Pastor, die Brüdergemeinde nicht, aber die Baptistengemeinde haben Hauptamtliche. Im Englischen heißt das Fulltime-Worker, die Vollzeitarbeiter. Und der Herr Pastor konnte natürlich fließend Englisch. Hat sich mit meiner Frau und mir nur Englisch unterhalten. Wir brauchten in dem Augenblick gar keine Dolmetscher. Da habe ich nur gestaunt. Wo kommen denn die über 1000 her? Moment, wir sind jetzt bei 1000, aber doch nicht nur in Rumänien. Da steht es doch jetzt in verschiedenen christlichen Zeitschriften. Stellt euch mal vor, außerhalb der evangelischen Kirchen und außerhalb der evangelischen Freikirchen und außerhalb der Gemeinschaften und außerhalb der deutschen evangelischen Allianz. Stellt euch vor, da gibt es noch 1000 Gemeinden. Was? Man spürte das Erstaunen, wo das in verschiedenen Zeitschriften, ich habe sie mir leider nicht aufgehoben, mitgeteilt wurde. Es gibt über 1000 Gemeinden in Deutschland, ganz freie Werke neu entstanden, kleine Gruppen, Neulandmission, ach, wie das alles heißen mag. Das ist ja erstaunlich, auch gerade jetzt in der ehemaligen DDR, wie sie überall hingehen und fangen neue Gemeinden an. Besonders unten im katholischen Gebiet, Bayern und diese Gegend, auch bei uns oben im evangelisch-toten Norddeutschland. Über 1000 Gemeinden sicher, die sind selbstständig, die gehören nirgends hin, die lassen sich nicht vergattern. Schon lange nicht durch Handauflegung, ich rede jetzt nicht von Pfingstlern. Die wachsen ja auch rasant, auch Riesengemeinden, nein! Wird es ja auch in Rumänien geben. Pfingstgemeinden sollen ja doppelt so groß sein. Soll ja 100.000 von den Baptisten geben und 200.000 Pfingsten in Rumänien. Ich weiß es nicht. Aber hier geht es
In Deutschland gibt es auch jetzt nach dem, na sagen wir mal, Zweiten Weltkrieg, in den letzten 30, 35, 40 Jahren, der Herr vollendet seine Gemeinde. Wir rufen die Letzten zu Jesus. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Die letzten Garben werden in die Scheunen eingebracht. Das ist das Gewaltige. Wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Oh, das merkt man, wenn man so mit Junggläubigen zu tun hat. Ich sagte schon, dass uns 6 Sänger begleitet haben. 2 Mädchen und 4 Burschen im Juli getauft. Echte Rumänen, gläubig geworden, sicher. Da merkt man noch manches an ihnen, dass noch manches grün ist. Aber die brannten in der Liebe zu ihrem Herrn. Und wir, na, wir sind ja auch mal junggläubig geworden. Manchmal merkt man es uns heute immer noch an, dass wir noch grün sind und noch unvollendet, noch unreif. Aber wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Nein. Wir sind Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir, die wir fremd und außerhalb der Bürgerschaft Israels waren. Ach. Israel gehört das Königreich, ja. Israel gehört die Gemeinde, sicher. Aber jetzt sind wir als Vollbürger aufgenommen. Wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern wir sind erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, nach Jesus Christus, der Eckstein ist, Epheser 2. Das sind ja die gewaltigen Verse, Vers 11 bis Vers 22. Auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst. Der Bau wächst? Wieso? Der Bau wird doch gebaut. Nein, nein, der Bau wächst. Der Leib wird gebaut. Das ist die Fülle des Christus. Der Bau wächst. Der ganze Bau wächst ineinander zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Tja, das ist gewaltig. Ihr Lieben, wie spät ist es an der Weltenuhr? Nun, Gemeinde Jesu schon ziemlich lange auf dieser Erde. Wenn wir uns jetzt einigen würden auf das Jahr 30 nach Christus oder 33 nach Christus, wo der Herr das Erlösungswerk vollbracht hat, wo zu Pfingsten die Gemeinde Jesu gegründet wurde durch die Sendung des Heiligen Geistes. Naja, wenn wir jetzt von unserer heutigen Jahreszahl zurückrechnen, da ist ja schon 1967 Jahre Gemeinde Jesu auf dieser Erde. 1967 Jahre. Genau wie vor 30 Jahren der Sechstagekrieg war, 1967, gilt die gleiche Zahl. So lange ist schon Gemeinde Jesu auf Erden, ja. Brüder und Schwestern, so lange, das ist ja bald 2000 Jahre, ja. Das ist nicht mehr weit. Das sind ja bald 2000 Jahre, es fehlen ja nur noch 33 Jahre, sicher, es fehlen nur noch 33 Jahre. Dann ist Gemeinde Jesu 2000 Jahre auf dieser Erde. Aber da merken wir schon ein paar Zeit. Die Zeit der Heiden geht zu Ende. Die Welt, sie ruft Jerusalem. Wir rufen die Letzten zu Jesus. Wie spät ist es an der Weltenuhr? Auch daran, an der Sammlung der Gemeinde Jesu, merken wir, dass Gemeinde Jesu in ihrer Vollendung zur Wiederkunft Jesu Christi vollendet. Ich war 1990, glaube ich, es war schon nach Perestroika, das erste Mal in Moskau. Tja, dort war eine Gemeinde, die war morgens, mittags und nachmittags Gottesdienst. Da kamen, glaube ich, 36 Leute zum Glauben. So. Und als ich dann das nächste Mal wieder hinkam, ach, die zwei Gemeinden, die damals waren, diese große Vorzeigegemeinde, wo natürlich auch Billy Graham gepredigt hat und alle großen Koryphäen, die aus dem Westen das kommunistische, diktatorische Reich besuchten. Ach, das ist vorbei. 165 Gemeinden bestehen in und um Moskau. Habt ihr euch nicht versprochen? 165 Gemeinden, aber das habe ich nicht dieses Jahr gehört. Das sind auch schon wieder 2, 3 Jahre zurück. Wann waren wir in Moskau? Das werden jetzt im Dezember, werden es 3 Jahre. Tja, und da waren es 165 Gemeinden. Überall wird Gemeinde Jesu vollendet. Der Zeiger an der Welt nur Gottes rückt auf Mitternacht. Es ist später, als wir denken. Suche Jesus um unser Licht, alles andere hilft dir nicht. Verlogen ist die Welt, betrogen ist die Welt, weil Jesus dir das Leben ist, jetzt, hier und heute, auf das du ewig selig bist.